Sehr viele Menschen haben auf diesen Film gewartet. Mit Tenet kehrt nicht nur Christopher Nolan ins Kino zurück, sondern das Kino kehrt zurück. Wie der Film geworden ist, das erfahrt ihr in dieser Review. Um zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht. Beim Publikum werden die meisten Details von Christopher Nolans Film gerne vor der Veröffentlichung des Films vorenthalten. So gibt es nur so ein paar klitzekleine Fetzen, die wir in den Trailern sehen oder auch in der Synopsis, die verbreitet wurde. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ich hier große Details verrate oder spoilern werde. Alles, wo ich im Detail nochmal drauf eingehe oder Beispiele nennen werde, sind alles wiederum auch Momente, die ihr bereits im Trailer gesehen habt. Wenn euch selbst das zu viel ist, weil ihr euch auch noch nichts zu diesem Film angeschaut habt, dann könnte dieser Eindruck entstehen, dass ich etwas mehr darüber erzähle. Wer aber den Trailer schon im Kino oder irgendwo gesehen hat, dem kann ich nur sagen, mehr erfahrt ihr von mir auf der inhaltlichen Ebene nicht. Und das, was wir ja auch schon wissen, ist, dass unser Protagonist, gespielt von John David Washington, auch gar nicht so recht weiß, was eigentlich mit ihm hier so passiert. Er weiß nur, dass er die Welt retten muss, denn die steht mal wieder vor der Auslöschung. So wie ich das verstehe, versuchen wir, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Den nuklearen Holocaust? Nein. Etwas Schlimmeres. Gleichzeitig erfährt er auch relativ zügig, dass es nicht sowieso schon eine schwierige Aufgabe ist, die Welt zu retten, sondern dass eben auch es möglich ist, die Zeit inversiv zu sehen. Sprich, wenn wir denken, wir laufen gerade vorwärts, sehen wir noch andere Dinge, die gerade rückwärts passieren. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Und das ist natürlich ziemlich seltsam und bedeutet aber auch, dass das Böse, was auch immer dieses Böse ist, genau mit diesem Element spielen kann und so die Herausforderung, die Welt zu retten, eine ziemlich große ist. Ich glaube, so kann man das tatsächlich zusammenfassen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ich kann euch sagen, wir haben hier tatsächlich einen in sämtlichen Belangen eher einen typischen Christopher Nolan-Film. Wir haben eine Story, die gerne so ein bisschen rumverschachtelt ist. Es geht wieder um Zeitebenen und um verschiedene Verschiebungen, bei denen man dann doch durchaus seine eigenen Synapsen auch anstrengen muss, um irgendwie den Überblick zu behalten. Und er streut es immer wieder mit Absicht so, dass man den Überblick auch gerne mal verliert. Willkommen im Jenseits. Sound ist überragend und das ist etwas, was ich bei Filmen, wenn man übers Kino spricht und immer nur sagt, ja, ich will das große Bild sehen, immer wieder unterschätzt, wie unfassbar wichtig Sound ist. Und auch der Sound hier ist fantastisch. Dieser Film ist ganz großartig abgemischt worden. Der Score ballert wieder richtig rein und ist aber eben tatsächlich in diesem typischen Nolan-Sound. Also man erkennt auch einen Christopher Nolan-Film anhand des Scores. Er ist sehr, sehr treibend. Er hat immer wieder bestimmte Elemente, die man schon mal gehört hat, dieses Rührende, was wir auch aus Inception, The Dark Knight und Co. kennen, das findet sich auch hier wieder. Aber ich kann nur sagen, der war wirklich richtig gut abgemischt. Es ballerte ordentlich. Auch schauspielerisch wird hier einiges aufgetischt und da finde ich es erstmal schon mal toll, dass man einem absoluten Newcomer hier die Hauptrolle gibt. Sie entschieden sich zu sterben, anstatt ihre Kollegen aufzugeben. John David Washington, Sohn von Denzel Washington, ist bislang jetzt nicht übermäßig in Erscheinung getreten und darf dann hier direkt das Zepter übernehmen. Es gibt Momente, da kann er diesen Film sehr, sehr gut tragen. Er hat jetzt noch nicht das Charisma von zum Beispiel, auch wenn er gerne aufgrund seiner Twilight-Filme immer wieder zerfetzt wird, Robert Pattinson, der eben auch in diesem Film mitspielt und durchaus seinen Charme sehr, sehr gut einsetzen kann. Wir haben Kenneth Branagh, wir haben Elizabeth Debicki, die in ihrer unglaublichen Größe tatsächlich alle überragt und sie bleibt eine sehr geheimnisvolle Figur, bei der man immer nicht so richtig weiß, wer ist sie eigentlich gerade, was passiert dort, was soll das eigentlich alles. Michael Caine in kleiner Gastrolle und eben auch noch so ein paar andere Gesichter, die man in den letzten Jahren öfters schon mal auf der Leinwand gesehen hat. Schauspielerisch ist das hier alles auf absolut hohem Niveau. Man hat jetzt nie das Gefühl, da ist jetzt gerade jemand nicht stark genug, sondern alle sind voll in ihrer Rolle und das ist wiederum aber auch typisch für Nolan. Hier ist vor allen Dingen eine Emotion vorhanden, nämlich die Coolness. Hier gibt es nicht irgendwie mal die große Wut, hier gibt es aber auch jetzt keine wirkliche Trauer, verschiedene kleine oder feine Nuancen in der Emotion, sondern irgendwie sind alle etwas cool. Wer das bei den anderen Filmen wie Inception und Co. bislang mochte, wird auch hiermit kein Problem haben. Wiederum genau diejenigen, die sagen,
Die Filme sind optisch schon cool, Sound auch und Story, das macht mir irgendwie alles Spaß. Aber ich habe jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, mit den Figuren irgendwie zu connecten. Ich habe da einfach keine Ebene zum Mitfühlen, weil mich die Figuren noch gar nicht so richtig mitfühlen lassen. Das habe ich auch hier bei Tenet. Das ist mein großes Problem, dass ich die Motivation von unserem Hauptdarsteller nicht so wirklich greifen kann. Und ein bestes Beispiel ist auch schon, wenn ich schon Bezug verliere, ist auch eine Szene aus dem Trailer. Als ihm dann klar wird, dass die Welt inversiv funktioniert, macht er eigentlich nur so ein wow, ja, okay, Haken dran, verstanden, so ist es jetzt. Oh. Also diese Verwunderung über etwas, was sehr absurd ist. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr fahrt irgendwie mit dem Auto unterwegs und da seht ihr gerade, wie ein Auto eigentlich auf dem Boden liegt und rückwärts jetzt gerade sich erst überschlägt, um dann weiterzufahren. Also ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber für mich wäre das der What-the-fuck-Moment meines Lebens und ich müsste da erst einmal drauf klarkommen. Nick, so unser Protagonist, dem ist es relativ so, ach so, alles klar, so ist das, fertig. Und solche Momente gibt es häufiger in dem Film, auch wenn eine gewisse Liebesbeziehung oder eine Annäherung ja fast schon so was Magnetisches dargestellt werden soll, fühle ich das eben auch nicht, weil wir nicht wirklich in die Gefühlswelt unserer Figuren reinkommen. Wir werden nichts von der Motivation erfahren. Das liegt nicht daran, dass man hier in Medias Res startet und auch ganz wenig überhaupt über alle Charaktere weiß, sondern es geht ja nicht darum, dass ich da jetzt irgendwie die riesen Backstory brauche, aber ich brauche etwas, bei dem ich dann wirklich sagen kann, das ist jetzt eine Charaktereigenschaft. So fühlt er, so lebt er und so sieht er die Welt und erlebt er die Welt. Wir sind ja letztendlich die Zuschauer von ihm. Und ja, auch da kann ich dann nur sagen, bin ich ähnlich wie bei anderen Filmen von Christopher Nolan wieder in der Position zu sagen, ich schaue mir das alles an, das ist durchaus spektakulär, aber ich fühle nicht wirklich mit. Entsprechend ist es mir auch egal, wenn einer Figur etwas zustößt oder zustoßen könnte. Passiert bei mir jedenfalls nicht sonderlich viel. Die Geschichte selbst, und auch das habe ich schon angedeutet, ist relativ komplex und kompliziert aufgebaut. Und man kann nur feststellen, dass Christopher Nolan, viel mehr möchte ich darüber nicht sagen, aber sich wohl sehr intensiv mit Cat Weasel auseinandergesetzt hat. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Ich weiß nicht, ob da bei jemandem schon der Groschen fällt oder wenn man mit Cat Weasel nichts zu tun hatte, dann wird einem das natürlich auch jetzt überhaupt nicht irgendwie begegnen, aber das spürt man schon und es ist am Ende dann doch wieder alles sehr kompliziert irgendwie aufgebaut, aber der Kern der Geschichte bleibt doch relativ simpel und wenn man schon mit verschiedenen Zeitebenen hantiert und da immer tiefer gräbt, das ist das allgemeine Problem, was Geschichten mit verschiedenen Zeitebenen haben und dem eigenen Paradoxon und es wird immer ganz viel erklärt, damit alles irgendwie logisch ist. Man fängt an, darüber viel nachzudenken und man stolpert automatisch über ein paar Erklärungen immer wieder und immer wieder, sodass der Film es wieder mal etwas simpler eigentlich gestalten könnte, denn ja, es geht darum, die Welt zu retten. Sie müssen die Welt auf eine neue Weise betrachten. Visuell ist das auch an gewissen Punkten immer wieder sehr, sehr spektakulär, gerade wenn eben diese eine Welt auf die andere trifft und wir selber vorwärts fahren, auch das kennen wir aus dem Trailer schon, und Dinge rückwärts passieren. Das ist ein ziemlich cooler Effekt und macht auch Spaß zu sehen. Man gewöhnt sich auf eine gewisse Art und Weise dran, speziell wenn es zum Schluss um den Showdown geht. Da gibt es einige Bilder, da dachte ich echt so, wow, richtig krass, sieht fantastisch aus. Aber ja, man gewöhnt sich so ein bisschen dran, also dass dieser Effekt jetzt nicht von komplett ewiger Dauer ist. Was ist denn hier passiert? Es ist noch nicht passiert. Am Ende kann ich jetzt dann wieder über Tenet nur sagen, es ist ein spektakulärer Film, bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass er ins Kino kommt. Ich hoffe sehr, dass sehr viele Menschen sich diesen Film anschauen, damit andere Studios auch sehen, ey, Kinofilme gehören auf die große Leinwand. Und Christopher Nolans Tenet ist ein Film, der auf die große Leinwand gehört. Dafür sieht er zu gut aus, klingt auch einfach viel zu gut, ist gut gespielt. Also das Handwerkliche hat er absolut drauf, aber wie ähnlich schon bei anderen Filmen, ist jetzt wirklich das große Emotionale, dass ich da richtig mitfieber. Ist einfach nicht, ich bleib eher außen. Es gibt so ein paar Entscheidungen, bei denen man sich fragt, so, was soll das eigentlich? Wo ist da die Motivation von den Figuren? Und warum muss da alles immer so übermäßig kompliziert gemacht werden, wenn es am Ende, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, hinter den Trick quasi schaut, ist es gar nicht so was Großes. Denn am Ende ist es für mich ein etwas komplex und kompliziert erzählterer James-Bond-Film, so vom grundsätzlichen
persönlichen Aufbau des Ganzen. Das macht Spaß, gehört ins Kino, ist für mich aber auch in dem Fall kein großes Meisterwerk. Nolan-Fans werden es lieben und all denjenigen wünsche ich auch extrem viel Spaß. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen unentschlossen, wo meine Wertung in Punktzahl letztlich landet. Der ist für mich sehenswert, aber eben schwächer als auch als Dunkirk oder auch als Inception. Für mich werden es wahrscheinlich so 6 bis 7 Punkte sein. Ich weiß, da werden einige wieder aufschreien. Nein, das ist ein Meisterwerk. Könnt ihr gerne so sehen und wenn ihr das dann auch so seht, wünsche ich euch total viel Spaß. 2,5 Stunden sind flott rum und an der Stelle sage ich, macht es gut, bis bald. Ich habe 2 Specials zu dem Film verlinkt, denn da gibt es einiges auch sonst noch drumherum zu erzählen. Macht es gut und ciao.